Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Mafia für die Xbox und im letzten Part waren wir auf Franks Fersen. Und jetzt... Uiuiui. Versuchen wir ihn da rauszuholen. Und ja, scheinbar wartet man schon mit scharfem Geschütz auf uns. Und das ist so unlogisch. Wir haben den sowas von im Fadenkreuz. Und treffen ihn einfach nicht, weil das Spiel einfach die Kollisionen falsch macht. Ich meine, wir haben sowas von freie Schussbahn. Mist. Magazin leer. So. Shit. Das ist unser letztes Magazin. Wo ist der? Da. Uiuiuiui. Okay. Oh nein, Frank ist weg. Wir nehmen mal schnell hier noch ein bisschen Munition mit. Zum Beispiel für diese Waffe. Und wo ist Frank hin? Ich glaube, da hinten rennt er. Kacke! Uiuiui. Ich glaube, das sind bessere Typen. So, den haben wir erledigt. Aber die Munition geht uns aus. Was haben wir denn hier? Oh, eine Thompson. Eine Thompson ist super gut. Okay, ab in den Hangar. Und wo sind unsere Gegner? Wir haben sie gesehen, sie sind hier durchgerannt. Und hier rechts schießt jemand. Hier links auch. Was? Okay, das war scheinbar ein Overhead-Shot oder so. Er ist da. Gut, versuchen wir das Ganze nochmal. Das Dumme ist wirklich, dass wir beim Autofahren so viel Munition verschenkt haben. Das ist wirklich blöd. So, dich müssen wir nicht erschießen. Die Frau, die hier gleich rausgerannt kommt, müssen wir auch nicht erschießen. Okay, dich habe ich schon mal. Komm raus. Danke. Wenn du mir im Weg stehst, dann erschießen dich die Gegner noch, die von Morello oder die von der Polizei oder wer auch immer das ist. Mist. Wir müssen gucken, dass wir hier ein bisschen mit der Munition sparen. Ah, fuck. Und auch gleichzeitig wenig getroffen werden. Und das haben wir jetzt schon echt mega verkackt. Stirb doch! Das gibt's nicht. Wir können den nicht treffen, weil er da so verkackt hintersteht. So, immerhin. So, schnell die Munition eingesammelt, aber jetzt ist halt unser Leben auch echt am Ende. Aha. Gut. Hier gibt's nochmal einen sehr schönen Erste-Hilfe-Kasten. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. So, haben wir noch irgendeine tolle Waffe? Nö. Dann bleiben wir erstmal bei der. Oh nein, da wollte ich gar nicht rein. So. Oh, verdammt. Das gibt's doch nicht. Es ist so unpräzise, hier zu zielen. Okay, wir nehmen... Warum hatte der denn eben eine Thompson und jetzt nicht? Wir nehmen die abgesägte Schrotflinte. Vielleicht kriegen wir hier damit ein paar bessere Kills hin. Wir wissen ja, dass die von links kommen. So. Ich wollte zwar eigentlich nur einmal schießen. Oh, das ist die Thompson. Das ist gut. Wo steht noch einer? Da. So.
Ihr habt's geschafft, Leute. Es geschafft, mir so auf die Eier zu gehen, dass ich euch einfach weggefegt hab. So. Wo ist er hin? Frankie! Frankie! Ich habe ein Geschenk für dich! Komm schon, wo bist du denn? Kriegen halt hier jetzt überhaupt keine Hinweise mehr. Aber hier sieht's eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, wahrscheinlich haut er gleich mit dem Flugzeug da ab. Finde ich ein bisschen schade. Oder sind wir einfach total falsch? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Och, Frankie, wo bist du denn? Komm raus! Ich tu dir auch nichts, versprochen. Ich will nur wissen, wo die blöden Bücher von Salieri sind. Viel mehr will ich doch gar nicht wissen. Naja, vielleicht hätten wir da hinten eben links gemusst, da war ich mir nicht so sicher. Aber ich bin erstmal rechts gelaufen. Schade, war wohl falsch. Gut, gehen wir hier nach links. Bisschen schade, dass es hier so leer ist. Ist das da hinten? Da bewegt sich halt was. Oder ist das einfach nur... Nee, das hier ist Ende. Pixelmatsche. Oh, aber von irgendwo schießt hier jemand. Da hinten. Aha. Aber wir sind hier... Wir stehen hier ziemlich doof. Nein! So. Das war blöd. Echt, das war richtig blöd. So, von wo schießt ihr? Das ist immer... Das hört sich halt richtig nach Scharfschützengewehr an. Von wo? Von da oben! Ah, wie gemein! Kann ich das überspringen? Nein. Er ist da. So. Wehe, du fährst mich um. Okay, auf ein neues. Merken, da hinten ist ein großer Erste-Hilfe-Kasten. Dementsprechend müssen wir uns da jetzt... nicht so die Gedanken drum machen, dass wir hier... Naja, wir sollten uns schon Gedanken machen, dass wir hier lebend rauskommen. Das war nicht so gut. Komm. Er ist da. Das war echt nicht gut. Alter Schwede. Okay, auf ein neues. Diesmal wissen wir, wo wir lang müssen und wo der Sniper sitzt. Manchmal gar nicht so schlecht zu wissen, wo der Sniper sitzt. So. Schaffen wir es diesmal hier durchzuschießen? Nein, natürlich nicht. Vielleicht machen wir erstmal die anderen Gegner kalt. Ach. Leute. Warum kannst du nicht schießen, Tommy? Hallo. Och, komm schon. Das ist doch jetzt echt nicht wahr. So, und du auch noch. Danke. Nein, Gnade, bring mich nicht um. Nee, Gnade gibt's heute nicht. Gnade ist heute ausverkauft. Ganz ehrlich. Wie dämlich einfach. So. Wir nehmen dieses Schießeisen. Um den, der hier zurückbleibt. Da bleibt keiner zurück? What the fuck? Ich hätte gerne die Thompson. Warum treffe ich nicht?
Was ist das für eine scheiß Knarre? Wir haben gerade 25 Schuss gebraucht, um ihn umzubringen? Unglaublich. So, aufstehen. Jetzt haben wir halt wieder das Problem, dass wir kein Health haben. Eieieiei. Das geht hier richtig in die Hose. Nein! Ja. Richtig in die Hose, sag ich doch. Es ging gerade alles schief, was schief gehen kann. Es ist gerade mein Bildschirm ausgegangen. Da habe ich vergessen, die Maus zu bewegen und dann geht nach einer halben Stunde der Bildschirm aus. Ich muss das unbedingt mal umstellen. Ist das euer Ernst? Wirklich? Ihr fahrt mich einfach um? Ganz ehrlich? Ist so unglaublich. Echt? Ah, diese Mission. Ja, dann geh halt raus. Oh, den wollte ich nicht mit umschießen. Also, das ist so random. Aber sowas von random. Was hat er getan? Hat er mich jetzt gerade mit einem Bumerang in den Kopf getroffen oder... Wie soll ich das verstehen? So, kommst du raus? Komm. So, die Frau bitte auch noch. Nicht? Gut, dann bleibt die Frau halt heute drin. Klar. Das ist eine super Idee. Voll in die Schusslinie zu rennen, Madame. Ach. Der stand auch echt blöd. So, du bist tot. Da steht aber noch einer um die Ecke. Und hier halt. Wirklich? Also manchmal ist es echt unberechenbar, was diese Waffen aus dieser... Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Uhrzeit können. So, wir haben jetzt gerade eine Thompson bekommen. Mit dieser Thompson sollten wir eigentlich es locker schaffen, den Vollidioten da hinten kalt zu machen. Und ich muss aufhören, immer hinter diesen Zaun zu rennen. Das nervt. So, jetzt ist aber schon wieder so weit gerannt, dass das mit der Thompson echt kein Vergnügen wird. Weil wir viel zu viel Streuung drin haben. Ja, roll dich. Ist kein Ding. Aha. Gut. Immerhin haben wir ihn erwischt. Das heißt, wir kriegen neue Thompson-Munition. Das ist sehr schön. Theoretisch. Ja, danke. So. Ich möchte aber... Die Thompson gehört übrigens mit zu den Waffen, die man nicht einfach so nachladen sollte. Dann verliert man nämlich die Munition, die man gerade drin hat. So. Sackgesicht. So. Aber es waren nicht die einzigen beiden. Das weiß ich. Was haben wir denn im Moment an Rounds für die Thompson? Oh, sehr schön. So. War es doch? Sind sie diesmal anders gelaufen? Gut, dann nehme ich jetzt die Thompson. Ah, da sitzt noch einer. Okay. Hat uns 5 Leben gekostet. Tolle Sache. Okay, versuchen wir es nochmal. Wir gehen hier links. Und ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen. Aha. Okay, der ist tot.
Jetzt haben wir da oben das Problem mit dem Sniper. Ist er down? Ich weiß es nicht so genau. Sieht aber irgendwie so ein bisschen so aus. Lief gut. So, mehr Munition. Jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Ich habe halt im Moment ein bisschen Angst, getroffen zu werden. Weil wir nur noch 40 Leben haben. So ein Medipack wäre jetzt schon dufte. So, wo seid ihr hin? Jungs, zeigt euch. Zeigt euch. Irgendwo müssen sie ja hin sein. Da oben ist keiner drauf, nee. Airschool. Sind sie hier Richtung Zeppelin oder was? Hallo? Ich würde gerne wissen, wo ihr Frank hingebracht habt. Weil seitdem ich da oben am Turm war, habe ich jede Spur von euch verloren. Vielleicht können wir auch da oben auf den Turm drauf oder so. Aber hier müssen doch irgendwo noch Gegner rumrennen. Das kann doch nicht sein. Eigentlich muss man doch irgendwo einen Hinweis verstecken. Ah ne, wir kommen hier nicht zum Turm. Keine Chance. Keine Chance. Da hinten. Hab ich dich? Nein, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich total viel Munition verschenkt. Shit. Frank! Ich hab dich. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Da ist noch jemand. Der schießt hier von rechts. Jetzt aber, ne? Ich glaube, das war's. Hi. Ich hab dich. Tom. Frank, der Dawn schickt mich. Und du weißt warum. Ich weiß warum. Ich weiß. Was ist nur aus dir geworden? Ich dachte, du wärst mein Freund. Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas passieren würde. Warum zum Teufel hast du das getan? Tom, ich konnte nicht so weitermachen. Zu viele Männer sind in der letzten Zeit gestorben. Ich halte das nicht mehr aus. Früher war der Dawn ein anderer Mensch. Vielleicht werde ich einfach zu alt. Tom, das hier ist ein Krieg und ich will nicht mehr kämpfen. Ich habe ein Kind und ich dachte, ich fände endlich ein wenig Frieden. Hättest du das nicht auch anders machen können? Du hättest uns nicht ausliefern müssen. Sie wollten mich haben und ich musste aufgeben. Die haben meine Frau und meine Tochter, Tom. Und wenn ich ihnen die Bücher nicht gebe, töten sie sie. Früher haben wir solche Dinge wie Männer erledigt. Du, Sam und Paulie, ihr würdet sie schon rausholen. Aber das Risiko ist diesmal zu groß. Ich will sie nicht verlieren, Tom. Ich kann ohne sie nicht leben. Sie sagen, wenn ich tue, was sie wollen, lassen sie sie frei und schicken uns nach Europa, wo wir neu beginnen können. Bullen? Die Bullen erpressen dich und wollen deine Familie töten? Seit Paulie und du diesen jungen Billy getötet habt, arbeiten die Bullen und Morello Hand in Hand. Der Stadtrat, der Vater des Jungen, hat sein Amt nur dank Morello. Morello wollte mich zum Reden bringen und die Polizei würde dann den Dawn erledigen. Dann hätten beide Seiten erreicht, was sie wollten. Ich schätze, die Situation hat sich etwas geändert. Wo sind die Bücher, Frank? Ich habe sie nicht, Tom. Du hast sie ihnen bereits gegeben? Nein, nein, Tom. Ich sage dir, wo sie sind, wenn du meine Frau und meine Tochter zurückbringst. Wir sollten hier am Flughafen warten, also müssen sie hier in der Nähe festhalten. Töte mich danach, wenn du willst.
Sorge nur dafür, dass sie lebend die Stadt verlassen. Gut, aber du musst mir zuerst diese Bücher zurückgeben, Frank. Sorry, aber die sind für den Fall, dass du lügst. Finde Franks Familie. Mit 3 Lebenspunkten. Okay, werden wir machen allerdings im nächsten Part. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen werden. Bis zum nächsten Mal, sage ich, keep gaming und ciao.